Hier scheint noch alles zu schlafen. Ich wollte, das könnten wir auch. Da vorne ist Bannisters Kneipe. Wer ist der Mann vor dem Eingang, Danny? Na eben irgendein Mann, kann uns doch egal sein. Richie? Mr. Dan Ritchie? Allerdings. Ich habe auf Sie gewartet. Sind Sie hier aus der Gegend? Nein. Und trotzdem warten Sie auf mich? Ich bin aus Ellsworth. Ich hörte, dass Sie nach Mesa kommen. Aha. Was geht das Sie an? Mein Name ist Roberts. David Roberts. Schon mal gehört den Namen? Das ist nicht ausgeschlossen. Alle Jahre tauchen so ein paar Großmörder auf, denen der Colt zu locker im Gurt sitzt. Man hört ihre Namen, aber die meisten sind schon krepiert, ehe man sie trifft. Hauen Sie ab nach Ellsworth, Roberts. Ich bin heute nicht in Stimmung, einen auszupusten. Das ist für Sie entschieden gesünder. Mr. Dan Ritchie. Sie legen es wohl drauf an. Erinnern Sie sich noch an Del Rio vor 5 Jahren, Mr. Ritchie? An Del Rio schon, aber nicht an Sie. Ich war aber da. Und Sie waren auch da. Und außerdem Thomas, Tharp und Bentley. Die sind tot. Ja, ich weiß. Verstehe. Dann warten Sie also nicht erst seit heute auf mich. Ich habe 5 Jahre gebraucht, um zu lernen, wie man mit einer Kanone umgeht. Okay. Zähl bis 3. Also dann. 1, 2, 3. Hau ab! Bevor Sie die Schnauze aufreißen, überlegen Sie sich's lieber noch mal. Das ist ja den Ritchie. Das war er. Holen wir doch. Gibt's hier einen Arzt in der Stadt? Sie waren schneller als Ritchie, das kann ich einfach nicht glauben. Soll ich Sie hinterher schicken, dann können Sie ihn ja mal in der Hölle fragen. Tja, wenn Sie gestatten, dann nehme ich jetzt Ihre Personalien auf. Ihr Name ist? Roberts, David Roberts. Der Junge braucht einen Arzt, den Sheriff kannst du woanders spielen. Los, Mann, geh aus der Sonne. Schon. Ich bin Ed Bennis, Sir. Sind Sie Arzt? Nein, aber ich zeige Ihnen, wo einer wohnt. Wissen Sie, vor einem, der mit der Kanone schneller umgehen kann als Ritchie, vor dem ziehe ich neidlos den Hut. Ich hatte ihn nämlich hier bestellt, wegen der kleinen geschäftlichen Unterredung. Und Sie legen ihn um, bevor er noch richtig da ist. Eigentlich müsste ich Sie jetzt auch kalt machen, aber Sie imponieren mir. Und wenn mir einer imponiert, dann bringe ich es nicht fertig, ihn umzulegen. Ritchie war wohl ein Freund von Ihnen. Ach wo, solche Jungs wie Ritchie sind nur mit ihresgleichen befreundet. Haben Sie wirklich noch nie von mir gehört? Ed Bannister? Nein. Na, das ist ja merkwürdig. Als ich meinen Colt einmottete, waren 14 niedliche Kerben im Griff. 14 Stück und nicht eine weniger. Als ich den ersten fertig machte, da war ich genau 16. Nehmen Sie Platz. Hey, Doktor. Doktor, es gibt Arbeit. Ich bin nicht taub. Ich hörte die Schüsse. Was darf ich heute sein, Arzt oder Leichenbestatter? Beides. Einen dürfen Sie beerdigen und den anderen operieren.
Ihr Vertrauen ehrt mich, Bannister. Beides Freunde von Ihnen, nehme ich an. Wollen Sie mich hier verbluten lassen? Stehen Sie auf. Los, stehen Sie auf. Hierüber. Setzen Sie sich. Lassen Sie mal sehen. Knöpfen Sie das Hemd auf. Na, wie sieht's aus? Schlimm für mich. Nur eine leichte Schramme. Hören Sie mal, Dave. Wenn der Doktor Sie zusammengeflickt hat, können Sie doch mal in meinen Laden kommen. Für einen Mann wie Sie gebe ich gern mal einen aus. Ich mich schlagen lasse? Okay. Also dann bis gleich. Wer ist der andere? Dan Ritchie. Ach, der. Und wer sind Sie? Dave Roberts. Sehr erfreut. Ich werde mir den Namen merken. Und wenn Sie von jemand umgelegt werden, dann kann ich auch sagen, ach, der. Stillhalten. Guten Morgen, Estella. Guten Morgen, Doktor. Der hier braucht einen sachgemäßen Verband und der andere ein feierliches Begräbnis. Ist nur eine Fleischwunde. Mit Carbolsäure auswaschen und dann einen leichten Verband drauf. Wird das sehr wehtun, Doktor? So weh wie ein Strick um Ihren Hals bestimmt nicht. Kleiner Witzbold. Ziehen Sie Ihren Rock aus. Ich wollte aber von ihm verarztet werden. Sie sollen Ihren Rock ausziehen. Ich lasse mich nicht gerne von Frauen kommandieren. Schon mal was von Seife gehört? Sie scheinen auch sehr witzig zu sein. Urkomisches Nest hier. Wenn Sie mehr für die ernste Seite des Lebens sind, würde ich doch mal die Familie des Mannes aufsuchen, den Sie gerade getötet haben. Was wissen Sie denn schon groß von dem? Na, zumindest, dass Sie ihn umgebracht haben. Ist das noch nicht genug? Dann erkundigen Sie sich mal in Del Rio, wie tief betrübt die Leute dort sind, weil Dan Ritchie tot ist. Ich wohne aber nicht in Del Rio, ich wohne hier in Mesa. Und jetzt kriege ich von Ihnen einen Dollar. Den zahle ich Ihnen später. Sie glauben wohl nicht, dass ich zahle, hm? Doch, ausnahmsweise, wenn es auch schwerfällt. Ted, mach für Ritchie einen Sarg fertig. Ich komme nachher rüber. Okay, Doktor. Bresi, komm mal her. Nachher, Doktor. Ich habe jetzt keine Zeit. Hey, Mr. Robles! Mr. Robles! Ich habe Ihr Pferd versorgt. Ja, ich habe mich ein bisschen gekümmert um das arme Tier. Hab's ganz abgerieben und gefüttert, noch ehe wir Ritchie weggeschafft haben. Vielen Dank. Wenn ich noch etwas für Sie tun kann, Mr. Robles, brauchen Sie es nur zu sagen. Nein, danke. Oh, vielen herzlichen Dank. Oh, ein typischer Fall von Irrtum. Mr. Robles, die Leute hier in der Gegend nennen mich Bresi. Bresi Morgan. Ja, freut mich sehr. Und Bresi. Wenn Sie mich brauchen, dann will ich. Ach, Sie sind's. Ja, ich bin's. Er hat sich ja ganz schön verpappt. Ja. Sie haben ja auch mächtig im Dusel gehabt. Willkommen in Bannisters Trinkerheilanstalt. Was darf's sein? Whisky, dachte ich. Schenken Sie mal gleich zwei ein. Das könnte dir so passen. Ach, sei doch nicht so. Hör mal, wenn du Mr. Robles hier belästigst, dreh ich dir die Luft ab. Geben Sie ihm auch einen. Er hat mein Pferd versorgt. Mhm. Vor dem müssen Sie sich in Acht nehmen. Sicher, er wird Ihnen Gefallen tun, wenn für ihn dabei was rausspringt. Nicht doch, aber aus dem gleichen Grund ist er auch zur größten Gemeinheit fähig. So, der ist für dich, Bresi. Sauf aus und hau ab. Verbindlichen Dank, Ed. Ihnen auch, Mr. Robles. Übrigens, nicht mehr lange, dann werde ich für Sie auch eine Lage ausgeben. Doch, das mache ich. Hier, ein ganz hübsches Stück Land haben wir für uns registrieren lassen, ich und ein Freund von mir. Eines Tages macht sich das bezahlt. Mit dem Schmus versucht er schon seit Jahren, bei den Leuten hier einen Whisky rauszukitzeln. Hä? Sie glauben mir doch, nicht wahr, Mr. Rubbles? Klar, glaube ich dir, Daisy. Trinken Sie aus, David, auf einen angenehmen Aufenthalt in Mesa. Hier wird es Ihnen gefallen, Junge. Ist bestimmt eine Stadt, wo man es aushalten kann. Du hast deinen Whisky gekriegt. Hau jetzt ab. Aha. Na,
Na los, verschwinde. Sie werden sich bald bester Gesellschaft erfreuen, David. Ein paar Freunde von mir werden jeden Moment eintrudeln. Fred Jaspers und die Dawson-Brüder. Schon mal davon gehört? Ja, so ein bisschen. Warum kommen die her? Weil ich sie gerufen habe. Genau wie Ritchie. Sie sind alle gern hier. In so einem langweiligen Kaff ist mir zu hoch. Jetzt hören Sie mal zu. Jungs von eurem Schlag sind nicht überall willkommen. Mit einem Auge müsst ihr immer aufs Gesetz schielen und mit dem anderen eine Lücke darin suchen. Aber hier braucht man sich keinen Zwang anzutun. Man kann trinken, was man will, sich mit Freunden treffen und den lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Hier. Deine Karte. Dave. Rubbles. So. Macht sich hübsch, nicht? Jetzt gehörst du zu uns. Sieht direkt nach was aus, deine Sammlung. Na und ob? Stehen nur berühmte Namen drauf. Die schnellsten Kanonen, die seit St. Louis. Los, Junge. Knall dein Autogramm drauf. Tja, ich weiß nicht. Moment mal. Nimm meinen. Na los, versuch's mal. Nicht zu verachten. Diese Kanone hat sich seinerzeit mal viel Respekt verschafft. Ja. Maßarbeit. Yippie! Das ist Fred Jasper. Der kommt immer mit Karacho angesaust. Das ist ein ganz verrücktes Haus. Der bringt Leben in die Bude. Komm rein, alter Halunke. Haben Sie dich immer noch nicht aufgehängt? George, Bill, ihr seht prima aus, Jungs. Nach dem Drink werden wir uns auch prima fühlen. Warst du in Wichita, Fred? Ja, aber nur für ein paar Tage. War mir dazu eintönig. Der Sheriff hat die halbe Stadt eingelocht. Na, lasst mal, Jungs. Bei uns wäre euch kein Sheriff ins Gehege kommen. Ja, weißt du noch, Red, wie hier früher die Rinderherden durchkamen? Da war hier noch was gefällig. Begreife nicht, dass ein Mann wie du in so einem öden Nest rumhocken kann. Vielleicht habe ich vor, das Nest wieder ein bisschen lebendig zu machen. Jetzt kippen wir erst mal einen. Und dann unterhalten wir uns in aller Gemütsruhe. Ich weiß da eine Sache, bei der er bestimmt anbeißt. Oh, Dave, komm her, ich mach dich mit meinen Freunden bekannt. Jungs, das ist Dave Rubbles. Das ist George Dawson und sein Bruder Billy. Und diese hässliche Schleiereule ist Fred Jasper. Tag. Rubbles, hä? Hattest du nicht letzte Woche mit Bob Saab eine kleine Aussprache? War sogar eine endgültige Aussprache. Bob Saab, wer war da schon groß? Dave hat vorhin einen richtigen Kerl fertig gemacht. Ja? Dan Ritchie. Du hast Ritchie umgelegt? Tja, sieht so aus. Rubbles. Ich trinke auf dein Wohl. Ritchie verstand, mit der Kanone umzugehen. Zack, wie ein gehüllter Blitz. Ich hoffe, dass Sie hier noch ein bisschen hängen bleiben, Dave. Ich wüsste nicht, was ich hier sollte. Aber du bist doch hier unter Freunden, Junge. Einer, der Ritchie fertig macht, vor so einem ziehen wir den Hut. Das will ich meinen. An Freunden wird's dir hier nicht mangeln, Rubbles. Wenn sich das erst rumspricht, dass du Ritchie gekillt hast, pass mal auf, wie sie dir hier die Stiefel lecken werden. Aber halte unserem Verein immer schön die Stange. Hier liegst du richtig. Ja, er hat recht. Komm, trink. Whiskyfrei und so ein gemütlicher Club wie wir, das gibt's nicht alle Tage. Ja, deshalb bleibe ich ja auch hier. Meinen Sie, dass der Deckel fest genug sitzt? Ja, ich denke schon. Wie sieht's denn mit Buddeln aus? Nein, tut mir leid, Doktor. Ich habe Logan fest versprochen, seinen Gaul zu beschlagen. Das schaffe ich sonst nicht mehr. Hast du Bresi gesehen? Heute noch nicht. Wenn man ihn braucht, ist er nie zu finden. Er wollte mir beim Grabschaufeln helfen. Pass mit an, Ted. Wir wollen ihn aufladen. Okay. Doktor, gut, dass wir Sie treffen. Morgen, Ted. Wir haben mit Ihnen zu reden, Doktor. Wenn ihr ein paar Muskeln frei habt, packt erst mal mit an. In Ordnung. Natürlich. Gern. Eine hübsche Kiste, Ted. Danke. Ted, besohl mal lieber das Pferd vom alten Logan, wenn du ein bisschen Geld machen willst. Ich helfe Ihnen mit der Kiste und dann verkaufe ich Ritchies Pferd und Sattel und Teil mit Ihnen, Doktor. Okay, das ist ein faires Geschäft. Also fasst an. Hey, das kannst du ihm alles nachher erzählen, Frankie, an die Arbeit. Wovon redet ihr überhaupt? Von Bannister und Dan Ritchie. Wir haben es weit genug kommen lassen.
Als Bannister vor einem Monat hier seine Kneipe aufmachte, da habe ich gleich gesagt, dass es Scherereien geben wird. Erinnert ihr euch noch? Und genau das, was ich vorausgesagt habe, das ist jetzt eingetroffen. Frankie, du bist der geborene Prophet. Ja, wirklich, du bist der geborene Prophet, aber du redest zu viel. Los, stell dein Ende ab und rein. Ich gehe wieder an die Arbeit. Wollen wir doch mal ehrlich sein, Doktor. Seit Bannister seine Kneipe hat, könnte man meinen, dass der ganze Abschaum des Westens hier seine Generalversammlung abhält. Übrigens begreift kein Mensch, wie er dabei auf seine Kosten kommt. Er verschenkt seine sämtlichen Vorräte und hält alle Leute frei. Hol's der Teufel, ich begreif's auch nicht. Aber ehrlich gestanden, habe ich auch keine Lust, mir darüber den Kopf zu zerbrechen. Na, was ist? Kommt er mit zum Begräbnis? Nein, nein, danke. Wozu haben wir denn Tillman als Sheriff engagiert? Der kann ihm ja seinen Segen geben. Es wird heiß, Jungs. Ich muss mich raushalten. Wir reden noch mal in Ruhe drüber, okay? Bresi, wo hast du denn wieder gesteckt? Oh. Du komm her, du Faultier. Ich komm, Doktor. Ich komm schon, ja. Tag, die Herren. Also mach's gut, Jungs. Gehen wir zu Tillman. So wie du schießt meine Großmutter auch noch. Was willst du denn? Ich hab doch getroffen. Los, ja. Da ist der ja. Jetzt bist du dran. Ja, los, nicht schneiden. Zeig mal, was du auf der Pfanne hast. Also hier, komm. Ja, die Whisky mit 20 Schritt. Nur Volltreffer zählt, ja? Jasper? Halt mal, ja? Da! Wenn ihr so weitermacht, müssen wir bald aus der hohlen Hand saufen. Noch ein? Seid ihr wahnsinnig geworden? Na, Kleiner, auch mal versuchen. Hey, $5! Du, rück das Pulver raus, sonst bist du nicht mehr mein Freund. Was ein Glück, dass ich gewonnen habe. Mensch, war ich pleite. Pleite? Wovon hättest du gezahlt, wenn du verloren hättest? Oh, hätte ich anschreiben lassen. Ja, Süßer. Was willst du, Tillman? Es ist nicht wegen mir, es ist wegen der Leute, verstehst du? Wieso sind ein paar Tanten in Ohnmacht gefallen? Hey, Fred, ich fress einen Besen. Wenn das nicht einer von den hübschen Christbaumsternen ist, die wir dem Weihnachtsmann in Silver City abgenommen haben. Weißt du noch, sollen wir den auch noch abmontieren, ne? Nein, lass uns lieber einen heben. Komm, Kleiner. Ah, Fred, er darf doch nicht trinken, er ist doch im Dienst. Du bist doch Dienstlicher, stimmt's? Dicker, klar, ist Dienstlicher, der Dienstlicher aus. Hey, Jungs, lass uns ein bisschen Spaß machen. Pass mal auf, was wir mit dem Süßen für einen Spaß kriegen, wenn wir dem seinen Stern auf Hochglanz polieren. Ach, ich komm später wieder. Ich hab noch was zu erledigen. Warum bleibst du nicht noch ein bisschen bei uns? Ja, ja, der Spaß geht ja gerade erst los. Ich will mich mit Mädel treffen. Mädel? Da bist du hier auf dem falschen Dampfer, Junge. Dazu musst du nach Dodge oder Vici toppen. Nicht durch. Das ist glatte Zeitverschwendung. Im Messer gibt's nur ein paar alte Schrauben. Mach's gut. Aber Dave, sei doch kein Spielverderber. Du wirst uns doch nicht alleine lassen. Wenn ich bleiben will, bleibe ich. Und wenn ich gehen will, gehe ich. Hast du mich verstanden? Natürlich, ich bin doch dein Freund. Ja. Oh, wie du Richies Freund warst. So einer wie der sollte nicht trinken. Ärger gehabt, Mr. Higgins? Ach, dieser Tillman. Schickt man ihn rüber in dieses Rattenloch und er lässt sich da häuslich nieder. Wahrscheinlich erzählt er diesem Gesindel, was sie für reizende Leute sind. Was wir in unserer Stadt brauchen, ist eine starke Hand. Man kann die Dinge nicht einfach so laufen lassen. Oh, das ist nett. Aber ich weiß nicht, ob ihr rot steht. Haben Sie dieselbe Größe auch in einer anderen Farbe? Ich hab's noch in Blau. Ja, Blau ist gut. Ich glaube, im Blau muss sie zauberhaft aussehen. Haben Sie ein passendes Band dazu? Ja, ich denke schon. Oh,
Wollen Sie mal sehen? Ich glaube, das passt. Ausgezeichnet. Die junge Dame wird damit überall Aufsehen erregen. Würden Sie es bitte in eine hübsche Schachtel verpacken, Mr. Higgins? Aber gern. Möchten Sie einen Brief beilegen? Ja, das ist keine schlechte Idee. Aber Sie müssen sich bis morgen gedulden. Ich komme erst heute Abend zum Briefschreiben. Ist das recht? Gut, dann holen Sie sich morgen früh ab. Sehr schön. Also dann auf Wiedersehen, Mr. Higgins. Auf Wiedersehen. Ich möchte gerne bezahlen. Danke. Ich wollte mich noch mal behandeln lassen. Macht Ihnen denn Ihre Wunde noch Beschwerden? Ja, ich dachte, dass Sie mal nachsehen. Dann warten Sie doch, bis der Doktor kommt. Er muss bald zurück sein. Ist der Doktor Ihr Mann? Ich arbeite für ihn. Ich führe Ihnen den Haushalt. Entschuldigen Sie mich bitte. Wohnen Sie auch hier bei ihm? Das Behandlungszimmer ist hier. Ach so. Ja, hier bin ich. Also gut, ich werde nachsehen. Ziehen Sie Ihr Hemd aus. Jawohl, Miss. Nehmen Sie Platz. Danke. Lassen Sie mal sehen. Typisch, Mann. Sie merken auch alles. Ja. Erst einen anderen umbringen und hinterher gleich an Liebe denken. Das ist typisch, Mann. Das haben Sie aber sehr schön gesagt. Eine Frau könnte immer nur eines tun, töten oder lieben. Ich bin aber nicht in Stimmung für Liebe. Kommen Sie mir lieber nicht zu nah. Eine Schere ist eine gute Waffe. Sie auch. Na, Süßer, hast du Angst vor den Knallerbsen? Mach dir nicht in die Hosen, Liebling. Sei fürs Feuer. Willi, knall ihm mal ein paar durch den Zylinder. Okay, den ganzen deiner Frau als Sieb verehren für die Küche. Ei, was hat denn der gute Onkel für ein Schießgewehr? Los, Jungs, der Sheriff muss einen Bericht schreiben, damit wir in den Knast kommen. Immer Respekt vor der Obrigkeit. Komm, der schreibt mal Zeugen. Der ist im Ehrengebiet. Auf dem Lieblingsplatz mit Beinen. Kommt, Jungs, jetzt hängen wir ihm am nächsten Baum auf. Los, rüber mit ihm. Ja, Ordnung muss sein, Sheriff, alles, was recht ist. Komm, Süßer. Schneller, Kleiner, die Gerechtigkeit hat eilig. Ab zum Gebet. Müde, Süßer, komm, den Platz. Hochgesetzt und Ordnung. So, hängt ihn auf. Dennis, da können Sie die Banditen nicht zur Raison bringen. Wie soll ich das denn machen? Versuchen Sie es doch. Hilfe! 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 Lass mich runter! Hilfe! Du machst dich gut da oben, Süßer! Runter. Nennen das Ihre Freunde etwa Spaß? Nein, das ist kein Spaß mehr. Los, Billy! Du schießt zuerst! Aber nicht auf ihn, sondern auf den Strick! Ah, die Tüte hält ja nicht still! Na, das ist ja gerade die Kunst! Hilfe, lass mich doch runter! Hilfe! Die alte Pendeluhr von Rocky Doggy! Hilfe! Schießen und treffen ist nicht dasselbe! Den Strick habe ich gesagt, den Mann! Aufhören! Aufhören! Ihr wollt Männer sein, Feiglinge seid ihr! Steht herum wie das Vieh und glotzt euch die Augen aus dem Kopf! Hände weg, du Schuft! Seht mal, Jungs, die ist richtig! Los, du Dreckskerl, du Schwein! Jungs, die legen wir uns an die Kette! Okay, Feigling, nimm deine dreckigen Vogel weg, du genau Sauscherl! Genau das, was ich suche! Lass mich los! Hunde! Lass mich los! Ich bin dafür! Wer noch? Ja, die gehen! Ihr Hunde! Lass mich los! Lass mich los! Lass mich los!
Billy! Billy! Hey, Billy, hör mal! Billy, komm, wir trinken noch Whisky zusammen! Komm mit! Komm, Billy! Billy, lass doch das Mädel frei! Komm, gib euch die Chance, ihr könnt euer Geld zurückgeben! Billy, bring das Mädel her! Lass das Mädel frei! Sei doch vernünftig, Billy, gib das Mädel frei! Nimm deinen unigen Finger weg! Du kriegst deine 5 Dollar wieder! Ich pfeife auf deine 5 Dollar! Ich hab gesagt, du sollst das Mädel loslassen! Du kannst mich am Arsch lecken! Wenn mir einer was wegnehmen will, muss er sich's mit der Kanone holen. Es ist besser, du haust ab, George. Komm schnell, lass ihn runter. Oh, Jack! Jack! Was haben Sie mit dir gemacht? Jack, um Gottes Willen. Beruhigen Sie sich, Mrs. Seaman. Es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Er wird wieder gesund, ganz bestimmt. Kommen Sie, Mrs. Tillman. Kann man euch überhaupt noch Menschen nennen? Bestien seid ihr. Ach, wozu solch eine Gemeinheit sind Tiere gar nicht fähig. Wenn ich Ihnen irgendwie behilflich sein kann. Bitte helft mir, wir wollen ihn zum Doktor übertragen. Hast du von der Sorte noch ein paar Freunde auf Lager? Sie hat sich nicht mal bei dir bedankt. Komm rein, Junge, wir trinken noch einen. Man kann ja nicht alles auf einmal haben. Ich könnte dir alle anbieten, Dave. Vielleicht noch ein paar Jungs zum Abknallen? Ja, mein Lieber, du hast heute schwer aufgeräumt. Dan Ritchie. Fred Jaspers. Billy Dawson. Alle Achtung. Mach dir so schnell keiner nach. Noch zwei, dann könnte ich pokern. Dave, du hast heute 3 Mann ausgelöscht. 3 Mann, mit denen ich große geschäftliche Pläne hatte, aber es macht mir nicht allzu viel aus. Du hast dir dadurch ein Renommee erworben. Und deshalb liegt mir daran, dass wir beide zusammenarbeiten. Dave, ich habe lang genug zur Zunft gehört, um eines zu lernen. Entweder du gehst jung vor die Hunde, oder du wirst alt und gehst pleite. Und nun habe ich mir gesagt, warum sollte man nicht auch alt und reich werden? Hörst du zu? Ja, natürlich. Sieh mal, Dave, in dieser Stadt war mal was los. Alle Rinderherden von Texas kamen hier durch. Und dann verzogen sie sich in Richtung Westen nach Ellsworth und ostwärts nach Wichita. Und Mesa blieb in der Mitte liegen und guckte in den Mond. Du denkst, die Stadt ist am Ende, hä? Nur die paar Farmer hier herum und die paar Läden, nicht? Aber sie ist nicht am Ende. Ich werde sie wieder auf Trab bringen. Hörst du mir auch zu? Ich? Natürlich, du redest ja laut genug. In Ellsworth und Wichita herrschen Gesetze und Ordnung. Das zwingt so manchen hellen Jungen, den geraden Weg zu gehen. Aber in dieser Stadt herrsche ich allein. Und es gibt hier eine ganze Menge Gebäude, die stehen unbenutzt herum. Und in jedem ließe sich eine Bar oder ein Laden eröffnen. Den ganzen Rinderhandel von Ellsworth und Wichita könnte man herlocken. Sie würden anfliegen wie die Motten zum Licht und das Geld zum Fenster rausschmeißen. Aber ich werde alt. Ich brauche einen schnellen Schützen, der sich Respekt verschafft. Wie Ritchie oder die Dawsons. Oder wie dich, Dave. Sieh mal, wir beide. Hey, Dave, wach auf. Na komm schon, wach auf. Na los doch, wach auf. Hier, ich hab was für dich. Das ist jetzt bestimmt nichts für meinen Magen. Du hast doch ein schönes Nickerchen gemacht. So was kannst du jetzt gebrauchen. Deine Fürsorge rührt mich zu Tränen. Aber du musst doch jetzt endlich mal was essen. Ich glaube, ich muss jetzt erst mal an die frische Luft. Und wie steht's mit meinem Angebot? Mit deinem, was? Na, mit mir zusammenzuarbeiten. Weißt du, dein Whisky habe ich ganz gern, aber ich weiß nicht, ob ich dich gern hab. Gut, dann hau ab. Pick dir noch ein paar berühmte Namen raus, die du umlegen kannst. Und wenn sie dich nicht vorher erledigen, dann werde halt und sieh zu, wie der Ruhm schmeckt, wenn du Kohl am schiebst.
Ich könnte dir zu einem Vermögen verhelfen, du Dummkopf. Ein steinreicher Mann könntest du werden. Danke, dass ich hier auspennen durfte. Warte nur, bis du alt wirst. Wenn dir die Hand zittert und nicht jeder Schuss mehr ein Treffer ist, dann wirst du dir wünschen, du hättest einen Gehirnkasten gebraucht, solange du noch schnell auf den Beinen warst. Na, Brasi. Ist das Nest abends immer so tot? Oh, Mr. Robles. Nein, so still ist es sonst nicht. Heute Abend sind die meisten in der Stadthalle. Higgins hat eine Versammlung einberufen. Sag mal, die Haushälterin von dem Doktor, wie hieß sie doch gleich? Estella? Estella, hm? Mhm. Ist die auch zu der Versammlung gegangen? Nein, das glaube ich nicht. Die ist wahrscheinlich beim Doktor drüben. Mr. Robles, kann ich irgendwas für Sie tun? Ich stehe gern zu Ihren Diensten. Ich habe Ihr Pferd gesattelt. Es steht für Sie bereit, falls Sie es benötigen. Danke, Brasi. Vorsicht, Jack. Danke, es geht. Vielen Dank, Doktor. Nichts zu danken. Sobald Jack reisefähig ist, ziehen wir fort. Vielleicht ist es ganz gut, dass es so gekommen ist. So kriege ich Jack hier wenigstens lebend heraus. Auf Wiedersehen, Estella. Alles Gute, Mrs. Tillman. Und vielen Dank für Ihre Hilfe. Leben Sie wohl. Doktor, ich richte Ihnen jetzt das Abendbrot. Mir ist der Appetit vergangen. Ich werde in die Versammlung gehen und mir das Geschwätz in Ordnung anhören. Wollen Sie mitgehen? Nein, Doktor. Ich habe noch im Haus zu tun. Dann bis nachher. Holen Sie die Schere. Ich warte so lange. Hat man Sie nicht zur Versammlung eingeladen? Selbstverständlich hat man mich eingeladen. Und wenn es mir passt, gehe ich auch hin. Aber heute passt es mir nicht. Es wundert mich, dass Sie noch hier sind. Ja, ich bin nur noch hier, um Sie vor Langeweile zu bewahren. Mr. Robles, ich danke Ihnen für heute Nachmittag. Ich danke Ihnen, dass Sie mir und Mr. Tillman geholfen haben. Aber mehr dürfen Sie von mir nicht erwarten. Estella. Ich wollte mich verabschieden. Leben Sie wohl. Warten Sie, ich helfe Ihnen. Sind Sie schon lange in Mesa? 4 Jahre. Warum? Warum nicht? Keine Ahnung. Normalerweise schließt sich ein Reh keiner Büffelherde an. Ich gehöre hierher und ich bin gern hier. Ich habe Mesa gewählt. Reizende Wahl. Und wohin gehören Sie? Früher gehörte ich mal nach Del Rio. Bis mir 4 Männer mit 4 Colts beibrachten, dass es nirgendwo Sicherheit gibt. Solange man schwach ist. Und jetzt sind Sie stark? Mit diesem Ding hier bin ich der Stärkste. Ich hab's Ihnen heimgezahlt. Mit meinem Colt gehöre ich überall hin. Damit könnte ich für Sie ein Leben aufbauen. Für mich? Eine Frau wie Sie gehört nicht in so ein ausgestorbenes Nest. Sie könnten mit mir nach Dodge oder Wichita gehen. Vielleicht sogar nach Kansas City. Und damit würden Sie unsere Zukunft sichern, hä? Ja. Nein, vielen Dank. Ich kenne diese Orte zur Genüge. Und ich kenne auch das Leben, das Sie sich dort aufbauen wollen. Ach, Sie haben bloß Angst vor ein bisschen Ablenkung, das ist alles. Ja, ja. Ich habe große Angst vor Leuten Ihres Schlages, Mr. Robles. Vor 4 Jahren war ich sogar mit so einem wie Sie verheiratet. Mit so einem Revolverhelden. Wir hatten ein Kind in Wichita. Und eines Tages haben Sie meinen Mann bei einer Schießerei umgelegt. Vielleicht hatte er es sogar verdient. Aber wie stand es mit uns? Wir waren allein. Wir hatten niemanden, der uns beschützte. Also reiten Sie los, Mr. Robles. Aber reiten Sie allein. Und wenn in Ihnen noch ein bisschen Verantwortungsgefühl steckt, dann bleiben Sie auch allein. Sie haben also ein Kind? Ja. Eine Tochter. Sie wohnt bei meinem Schwager und dessen Frau in Kansas City. Sie hat es dort gut. Eines Tages werde ich sie wieder bei mir haben. Ich verdiene Geld und werde mir bald ein Haus kaufen können.
Aber was noch wichtiger ist, ich habe mir hier einen Platz erkämpft. Ich bin hier geachtet. Tja. Dann adios, Estella. Hey, Mr. Robbins! Ah, Bresi. Hier, nimm das fürs Pferd. Oh, verbindlichsten Dank. Aber man hat mich geschickt, um Sie in die Stadthalle zu holen. Was? Ja, sie fragten mich, ob Sie noch in der Stadt wären. Ich sagte ja, und da sagten Sie, ich soll Sie zur Verhandlung holen. Was denn? Die wollen mich sprechen? Das haben Sie gesagt. Gehen Sie nicht mal hin, um zu hören, was die wollen? Tja, warum nicht? Na eben, hören Sie sich doch mal an. Wenn Sie über Nacht bleiben wollen, ich kann Ihnen ein Hotelzimmer besorgen. Dazu habe ich nur das eine zu bemerken. Das hieße den Bock zum Gärtner machen. Ebenso gut können wir die ganze Stadt in die Luft sprengen. Da muss ich dem Doktor recht geben. Solange Ben ist da hier, es gibt es für diese Stadt keinen Frieden. Sprechen Sie. Man kann den Teufel nicht durch Beelzebub austreiben. Ein solcher Mensch hat in unserer Gemeinde nichts zu suchen. Mrs. Higgins hat recht. Ruhe, bitte, Ruhe! Ich bedauere, dass meine Frau nicht meiner Meinung ist. Aber wir haben abgestimmt. Die Bedenken des Doktors sind allen Ehren, aber wir... Komm, wir gehen. Man hat mir gesagt, dass Sie mich sprechen wollen. Ja, das möchten wir, Mr. Robbins. Wollen Sie bitte hier nach vorne kommen. Mr. Robbins, wir möchten Sie bitten, weiterhin in Mesa zu bleiben. Als städtischer Beamter. Beamter? Ja. Ja, ganz recht. Gewalt kann man nur mit Gewalt brechen. Und da Sie als einziger mit Bannisters Kumpanen fertig geworden sind, sind Sie der richtige Mann für uns. Habe ich recht oder nicht? Hm? Wir möchten Sie mit der Aufgabe des Sheriffs betrauen. Wir zahlen Ihnen $100 pro Monat und weisen Ihnen einen Wohnraum hinter dem Gefängnis an. Na, wie gefällt Ihnen das? Nicht schlecht. Mit Ausnahme des Gefängnisteils. Ja, nehmen Sie also an. Warum nicht? Es ist eine große Ehre für mich. Ich meine, ein Mann wie ich erwartet gewöhnlich keine solche Ehrung. Ja, herzlichen Glückwunsch, Sheriff. Danke. Herzlichen Glückwunsch, Sheriff. Hier ist Ihr Stern. Oh. Und wo steckt man den an? Direkt auf dem Herzen, Mr. Robles. Links. Na, wie sieht's aus? Ah, steht Ihnen großartig, Sheriff. So, jetzt brauchen Sie noch eine Ausrüstung dazu. Bratenrock und Zylinder. Ja, Hut, Weste und Rock. Wie wär's damit? Ja, prima. Wie soll ich das schreiben können, wenn Sie wie ein Tiger im Käfig hin und her laufen? Was schreiben Sie denn nun? Was Sie mir gesagt haben. Aber wenn Sie mich nervös machen, kann das Gekritzel keiner lesen. Ach, wenn ich doch nur schreiben gelernt hätte. Ja, dann würden Sie mir eine Menge Zeit sparen. Hoffentlich gefällt dir das Kleid. Du wirst sicher entzückend darin aussehen. Sonst noch was? Klingt das gut? Ich meine entzückend. Besser wäre vielleicht wunderhübsch. Ach, entzückend ist vielleicht doch besser. Alles Liebe und Gute für dich, mein Engel, und der liebe... Nicht so stürmisch, langsam bitte. Und? Der liebe Gott segne dich. Der liebe Gott segne dich. So, fertig. Danke, Doktor. Danke vielmals. Guten Morgen, Bresi. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Ja. Tag, Doktor. Doktor, mein Herz, mir war heute früh ganz zittrig, als ich aufwachte. Es heißt doch, Whisky wäre das einzig Richtige bei Herzleiden. Du willst also einen Drink, stimmt's? Ja, also, ich bin der Auffassung, dass Whisky tatsächlich das einzig Richtige ist für mein krankes Herz.
Diese Marke? Ja, Doktor, genau. Bresi, du hättest verdient, dass man dich rädert und vierteilt. Oh. Vor 2 Tagen war diese Flasche noch halb voll. Jetzt ist nur noch ein Viertel drin. Und dabei war sie wirklich gut versteckt. Oh. Während der Versammlung gestern hast du dich hier ins Haus geschlichen, ne? Oh nein, Doktor, das war ich nicht. Sowas kriege ich gar nicht fertig, Doktor. Nicht, solange ich im Hause bin. Nein, wirklich nicht, Doktor. Und jetzt bin ich zu Hause. Und deshalb kamst du nicht, umhin mich zu fragen, ne? Du hast gefragt. Und nun verschwinde. Aber nicht doch, Doktor. Sie haben mich vollkommen hinaus, missverstanden. Bresi. Ich habe doch... Hinaus, sage ich. Mein armes Herz. Ja, ja. Tja, die sind ein bisschen eng. Ich weiß nicht. Die weiten sich noch. Der Rock stört ein bisschen. Wie sieht er aus? Na, es ist der letzte Schrei. Und die Ärmel könnten ein bisschen länger sein. Und wie steht's mit dem Hut? Ah, da habe ich eine ganze Menge. Sie brauchen nur zu wählen. Den Rock können wir umtauschen. Mr. Higgins? Hey! Na, wie sehe ich aus? Wie ein Falschspieler. In jeder Tasche vermutet man gezinkte Karten. Wie gefällt Ihnen das hier? Besser. Sind Sie morgens immer so vergnügt? Warum auch nicht? Ich habe einen Job und verdiene eine Menge Geld. Darauf sind Sie wohl sehr stolz. Warum sind Sie gestern nicht zur Versammlung gekommen? Ich hatte mehr oder weniger auf einen Glückwunsch gewartet. Gratuliere, Senor. Hier ist der Brief, Mr. Higgins. Legen Sie ihn dazu. Jetzt können Sie das Kleid abschicken. Geht in Ordnung, ich werde es sofort einpacken. Ich danke Ihnen vielmals. Guten Tag, Mr. Sheriff. Also, ich nehme das Zeug. Möchten Sie gleich bezahlen? Nein, schreiben Sie es erst mal an. Hey, Estella. Ist das vielleicht eine Art, von seinem Sheriff Notiz zu nehmen? Sie könnten mich wenigstens in mein Büro begleiten. Ich glaube, Sie werden den Weg auch allein finden. Oder fürchten Sie sich plötzlich vor dem Büro? Sie haben doch Ihren Colt bei sich. Ja, ja. Sie sind wohl böse, weil ich den Job angenommen habe. Nein. Warum sollte ich deswegen böse sein? Sie können mir höchstens leid tun. Vielleicht ist auch ein bisschen Neid dabei. Bei Ihnen hat es 4 Jahre gedauert, bis Sie sich Achtung verschafft haben. Bei mir nur einen Tag. Glauben Sie wirklich, dass man Ihnen Achtung entgegenbringt? Ach, ich... Etwa deshalb, weil Sie $100 im Monat verdienen? Nur Ihr Colt wird geachtet. Nicht Sie. Aber für wie lange? Nur mindestens so lange, wie Ed Bannister hier bleibt. Dann viel Vergnügen. Sie wollen also unsere Stadt säubern. Haben Sie schon mal ein Haus von Ratten befreit? Wie kommen Sie darauf? Man tut eine Schlange hinein und schließt Fenster und Türen. Aber wenn die Ratten tot sind, treibt man die Schlange so schnell wie möglich aus dem Haus. Hey, Estella. Oh, Sheriff. Tag, Ed. Komm, nimm die Füße runter, du zerkratzt mir die Einrichtung. Aus dir werde ich nicht klug, Dave. Entweder bist du ein ausgemachter Trottel oder ein ganz ausgekochter Junge. Jeder sucht sich den Job, der ihm am meisten liegt. Zuerst war ich einigermaßen überrascht, als ich hörte, dass du den Job annimmst. Und dann habe ich mir überlegt, dass es für uns beide ein ganz gutes Geschäft sein könnte. An deiner Stelle würde ich nicht so viel überlegen, Ed. Ich fürchte, du bist hier auf dem falschen Dampfer. Warum hast du angenommen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich ein angeborener Hang zur Ordnung. Du weißt doch, Gesetz und Recht. Und was hast du jetzt vor? Das weiß ich noch nicht. Ich habe mich rasiert, mir ein paar neue Klamotten gekauft. Jetzt werde ich erst mal frühstücken gehen. Kennst du ein gutes Lokal? Ich meine, was mich betrifft, sie warten doch alle nur darauf, dass du mich aus der Stadt jagst. Ja. Und wirst du es tun? Nein, Ed, du kannst ganz beruhigt sein. Wenn ich es wollte, würde ich es tun. Vor 10 Jahren werde ich diese Antwort teuer zu stehen gekommen. Ja, ich weiß, du warst ein Tiger. Kannst deinen Freunden sagen, sie können sich bis zur Bewusstlosigkeit besaufen. Aber sie sollen sich von der Straße fernhalten. Thank you.
Ich sag's Ihnen. Aber Sie werden dir die richtige Antwort geben. Guten Tag, Sheriff. Tag, was ist denn los? Wozu die Girlanden? Großes Tanzfest heute Abend. Das Einzige, das wir im Jahr haben. Na, wenigstens mal ein bisschen Abwechslung. Mr. Rubbles, wir haben Sie heute früh im Büro nicht angetroffen. Sie nehmen sich wohl etwas Zeit, um sich an den Job zu gewöhnen, was? Ja, ich bin zu den Nachbarfarmen rausgeritten. Ich muss mich schließlich den Leuten mal vorstellen. Da haben Sie völlig recht. Sehr vernünftig. Aber was ist mit Bannister? Was soll mit ihm sein? Nun, er ist immer noch hier. Also, Sie haben mich doch hier als Sheriff angestellt, nicht? Ja. Ich werde meinen Posten so gut ausfüllen, wie ich kann. Allerdings halte ich es nicht für ausgesprochen klug, Bannister jetzt schon loszuwerden. Sehen Sie, ich habe eine Idee, die aber wir... Aber das ist doch Unsinn. Ich meine... Ja, wenn wir Bannister los sind, sind wir auch die Nager los. Natürlich. Der Kerl ist eine ständige Gefahr für das Gemeinwohl. Das Einzige, das hier gefährlich werden kann, das sind Bannisters Freunde. Doch ich garantiere Ihnen, solange ich hier bin, werden die sich nicht mucksen. Klar? Na, wir sehen uns ja sicher heute beim Tanzabend. Io Baccarillo, Baccarillo Maranqueño, ay, qué bonitos ojos tienes, lástima que tengas dueño, qué pajarillo es aquel. Que canta en aquella higuera, anda, dile que no cante, que espere hasta que me muera. Pero no lo mira, pero... Lara, lara, lara. Hüte und Schals bitte an der Garderobe abgeben. Sie sind hier gut aufgehoben. Danke. Namen, Sheriff? Namen. Sheriff, laut Verordnung sind bei Tanzveranstaltungen keine Waffen zugelassen. Oh, ich möchte der Verordnung nicht zuwiderhandeln. Danke. Den Hut, bitte. Danke. Wenn Sie meine Anweisungen genau befolgen, wird Ihre Tochter in kürzester Zeit wieder gesund sein, Mrs. Jones. Guten Abend, Doktor. Guten Abend, Robles. Es ist kein Grund zur Besorgnis. Ganz schöne Menge hier, was? Die Menge ist niemals schön. Sie ist meistens laut oder groß. Ja. Drei Jahre ist sie schon? Ja, gerade geworden. Das ist das schönste Alter. Als Juanita so alt war. Guten Abend. Wer diese Bowle gebraut hat, den sollte man erschießen. Ist sie so schlecht? Auf jeden Fall ist sie nicht gut. Entschuldigen Sie bitte. Oh, Estella, ich habe zwar seit vielen Jahren nicht mehr getanzt, aber wir könnten es doch mal versuchen. Diesen Tanz habe ich schon vergeben, ich bedauere. Aber den nächsten? Der ist auch schon vergeben. An den gleichen Partner? Nein, ich habe mehrere Freunde. Aber vielleicht nachher. Nein, jetzt. Ich sagte nachher. Mr. Brown, Mr. Roberts. Oh, sehr angenehm. Gleichfalls. Wie ich höre, sind Sie heute Nachmittag an unserer Ranch vorbeigeritten. Ich habe Sie leider verfehlt. Na, wären Sie nur zu Hause geblieben. Mr. Brown, das ist unser Tanz. Ja, zweimal. Oh, guten Abend, Mr. Higgins. Ah, guten Abend, Sheriff. Ah, ist das die kleine Frau? Ja, das ist sie. Hätten Sie was gegen einen Tanz? Es tut mir leid, aber meine Frau möchte jetzt etwas Bowle trinken. Entschuldigen Sie bitte. Bitte sehr. Bitte. Hoffentlich wird Mr. Robbles bald klar, dass er hier nicht erwünscht ist.
Er müsste blind sein, wenn er das nicht merkt. Seine Beschäftigung als Sheriff bedeutet noch lange nicht, dass wir ihn auch gesellschaftlich anerkennen, Doktor. Ja, ich verstehe. Er ist gut genug, um die schmutzige Arbeit zu verrichten, aber das hat auf der anderen Straßenseite zu geschehen. Sie wollen uns schon verlassen, Sheriff? Ja, ich muss mal ein bisschen frische Luft schnappen. Oh, guten Abend, Sheriff. Allerhand los da drin. Ja, kann man wohl sagen. Ja. Hast du einen Drink für mich? Ich? Nein, nein. Da. Das Etikett kommt mir bekannt vor. Tja, also um ganz ehrlich zu sein, es ist wirklich meine Schärfe. Ich habe sie bei Tillmann gelassen, damit er darauf aufpasst. Ich würde nichts anrühren, was mir nicht gehört. Wenn du es sagst, dann wird es schon stimmen. Ich glaube, Sie sind ein sehr verständnisvoller Mann, Sheriff. Warst du beim Kommiss? Kavallerie. Ganz los hier war ich. Ich hatte schon mal über 50 Mann zu befehlen. Ich möchte wetten, Sie glauben mir das nicht, die Sache mit dem Land, hä? Ich glaub dir alles, Bresi. Warum sind Sie nicht da drin beim Tanzen, Sheriff? Mir ist die Bohle nicht bekommen. Oh. Ist ja leer. So ein Pech. Wissen Sie, mein Vater pflegt immer zu sagen, wenn die Flasche alle rutschen in die Falle. Nicht? So war es. Jawohl. Spiel doch noch mal was Vernünftiges. Müssen Sie unbedingt in Mesa bleiben? Weil die mich darum gebeten haben. Haben Sie denn gar keinen Stolz? Sehen Sie nicht, dass man Sie hier nicht haben will? Sie wäre ja quitt, ich will Sie auch nicht haben. Wollen Sie doch mit Ihrem Bullengesöff und Ihrem Meckerziegen selig werden. David, ich kann Ihre Haltung nicht verstehen. Nein, das können David, Sie nicht, das können Sie nicht. Katzbungeln und im Dreck kriechen, das ist alles, was Sie können. Mir ist es scheißegal, ob die mich haben wollen oder nicht. Ich bleibe hier und bleibe, solange es mir passt. Na gut, ich hindere Sie nicht daran. Warten Sie auf weitere Freunde von Bannister. Knallen Sie sie reihenweise ab, damit wir sie ins Abendgebet einschließen können, voller Dankbarkeit. Wir danken Ihnen, David Robbels, unser Killer, der für uns tötet. Estella, Sie wollen also wirklich, dass ich die Stadt verlasse? Ja. Warum?
Ich bin Ihnen wohl für dieses Nest nicht gut genug, wie? Darum geht es nicht. Mir gefiel Mesa so, wie es war. Bevor Sie mit Ihrem Colt das Oberste zu unterst kehren. Das ist nicht der wahre Grund. Sie wollen vor sich selber weglaufen und wissen nicht, wohin. Ich will Ihnen mal was sagen. Sie haben einfach Angst davor, eine Frau zu sein. Glauben Sie etwa, dass ich Sie liebe? Tun Sie es nicht. Meinen Sie, ich möchte einen Mann, der stolz darauf ist, ein Killer zu sein? Ich war mit so einem wie Sie verheiratet. Was wissen Sie denn schon von mir? Warum bin ich wohl noch immer hier? Und warum habe ich diese Stellung angenommen? Wegen dieses Blechsterns? Wegen lausiger 100 Dollar? Estella, ich bin doch nur ihretwegen geblieben. Und welche Rolle haben Sie mir dabei zugedacht? Eines Ihrer zahlreichen kleinen Abenteuer? Sie sind blind. Gehen Sie. Gehen Sie wieder rein und versuchen Sie, sich weiter was vorzumachen. Vielleicht fallen die anderen darauf rein. Ich nicht. Mr. Bannister! Was ist denn los? Hier. Bring mir Whisky. Was guckst du so kariert? Hör mal, du bist ja besoffen. Na und? Ich bin ein bisschen alt und du ein bisschen besoffen. Du hast auffallend recht. Das wundert mich. Ich hätte nicht gedacht, dass sich der Whisky so schnell umwirft. Schnapp dir doch deinen Colt und prüf's mal nach, Ed. Selbst wenn ich besoffen bin, mach ich dich noch fertig. Schnall deinen Colt ab, Mensch! Dann werde ich dich mit bloßen Händen erwürgen. Oder fühlst du dich ohne Kanone nicht stark genug? Ich habe ja schon immer gewusst, dass bei dir eine Schraube locker ist. Aber wie du willst. Komm raus, los! Okay, dann mach wenigstens schnell Schluss. Vielleicht hast du recht, Ed. Es macht mehr Spaß mit den Fäusten. Kommt auf den Versuch an! Thank you.
Nacht, Ted. Komm gut nach Hause. Macht's gut. Gute Nacht, Doktor. Ruhig, Junge, nicht bewegen. Was machen Sie da? Sie sollen sich ruhig verhalten. Ich habe Ihr Handgelenk untersucht. Ein Glück, dass Sie bewusstlos waren. Mein Handgelenk? Allerdings. Es ist gebrochen. Doktor, ich kann die Finger nicht bewegen. Was hat das zu bedeuten? Was meinen Sie? Meine Hand. Ich meine, werde ich... Einen Colt ziehen können, wie Sie es gewöhnt sind, damit ist es aus. Aber Doktor, ich kann doch nicht... Ich sage Ihnen, damit ist es aus. Sie werden die Hand nie mehr hundertprozentig gebrauchen können. Warum soll ich Ihnen da groß was vormachen? Aber nicht um die Hand. Mischen Sie sich nicht in Dinge, von denen Sie nichts verstehen. Der Verband muss festsitzen. Ich will nicht, dass man ihn sieht. Wickeln Sie ihn nur ums Gelenk. Verstehe. Sie hoffen, wenn Sie den Ärmel zuknöpfen, wird niemand merken, dass Ihr Gelenk bandagiert ist. Ja, wenn Sie den Mund halten, Sie werden es doch nicht ausplaudern? Ich habe keinen Grund dazu. Zumal Sie ohnehin morgen früh die Stadt verlassen. Vielleicht ist es am besten so. Am allerbesten, Robles. Für Sie und Mesa. Morgen, Sheriff. Morgen, Resi. Sheriff, ich habe mir überlegt, vielleicht könnte ich Ihnen einen Dienst erweisen. Ich habe Bannister reden gehört. Er hat eine Stinkwut auf Sie, weil Sie ihn so verprügelt haben gestern Nacht. Ja. Er hat wieder ein paar Freunde bestellt, aber diesmal ist es ein ganzer Verein. Mit denen wären Sie nicht fertig. Ist diese Information umsonst? Ob Sie, ich dachte, vielleicht eine kleine Anerkennung, sozusagen als Honorar für meine Bemühungen, sagen wir, einen Dollar? Wie wär's mit einer Pulle Whisky, Alter? Oh ja, das heißt, eine Pulle Whisky wäre mir natürlich noch lieber, ja. Ich werde nächste Woche wieder von Ihrer Marke bestellen, Doktor. Danke, die reichen mir jetzt für eine Weile. Ja, Junge. 14 Mann. Zu meiner Zeit konnte ich hinkommen, wo ich wollte. Überall gab's. Tag, Ed. Freund von dir? Ja, neuer. Ich bin heute früh eingetrudelt. Ist ja wirklich eine hübsche kleine Stadt hier. Ja,
sehr hübsch sogar. Wo soll es denn hingehen, Junge? Ach, irgendwohin. Ich habe mir ein Zimmer im Hotel besorgt. Ich will mal einen Tag ausspannen. Sie sind wohl Dave Robbins. Erraten. So, und jetzt verdufte. Wieso? Du sollst abhauen. Vielen Dank für den Drink. Es ist 9.30 Uhr, Ed. Ich kann auch die Uhr lesen. Na prima. Bis Mittag wirst du die Stadt verlassen haben. Weißt du, Ed, du würdest eines Tages doch den Fehler begehen und auf mich zielen. Was die Kanone auf der Theke betrifft, Ed, wenn ich nur das kleinste Geräusch höre, bist du ein toter Mann. Na, Doktor? Dave, was machen Sie da drin? Ich werde bald wieder einen Sarg bestellen müssen, wenn Sie jetzt nicht abhauen. Kennen Sie den Burschen? Ich weiß, was er vorhat. Wie heißt du, Junge? Danny Sheridan. Ist das eine richtige Kanone? Wie viele hast du umgelegt? Zwei. Mhm. Aber alle guten Dinge sind drei, nicht wahr? Höchste Zeit, dass du mal eine bekannte Größe umlegst, damit du selber eine Größe wirst. Das möchtest du doch, nicht wahr, Junge? Ja. Na los. Soll das ein Witz sein? Keine Spur, fang an. Ich gebe dir die Chance, mich umzulegen. Na los, komm, Junge. Hören Sie. Komm schon, Junge, los, komm. Hör mal, ich will nicht, dass du dich hier in der Gegend rumdrückst, um einen günstigen Moment abzupassen. Los, zieh! Los, los! Nein! Los! Los. Nein. Sie sind wahnsinnig, Robles. Ich konnte nicht anders. Jetzt muss ich das Gelenk noch mal untersuchen. Gehen wir rüber zu mir. Lassen Sie mal sehen. Tut das weh? Nicht übermäßig. Nein, ich glaube nicht, dass wir es noch mal richten müssen. Aber Sie müssen jetzt vernünftig sein. Sie können hier nicht mit dem gebrochenen Handgelenk rumhocken. Erst wenn Bannister abhaut, dann kann ich auch abhauen. Bannister denkt aber nicht daran. Ich werde ihn dazu zwingen. Wann wollen Sie eigentlich mit dieser Komödie Schluss machen? Wenn diese Geschichte rauskommt, sind Sie für jeden schießwütigen Revolverhelden eine dankbare Zielscheibe. Möglich. Dave, Sie... Naja, es ist ja Ihr Leben. Keine Sorge, Doktor. Unkraut wie ich vergeht nicht so leicht. Guten Tag, Doktor. Kommst du immer rückwärts zur Tür rein? Oh, ich habe mir's überlegt. Ich fühle mich gar nicht mehr krank. Bin ganz gesund soweit. Also, tschüss, Doktor. Ja. Sie meinen also, er hat alles mitgehört? Ich fürchte, ja. Es fehlte etwas Whisky und wie ich Bresi kenne... Ja. Und da habe ich mir gedacht, es ist vielleicht besser, wenn ich Ihnen davon Mitteilung mache. Oh, Herr Doktor, ich habe gar nicht gewusst, dass Sie hier sind. Tag, Sheriff. Tag, Bresi. Ich...
Ich, Verzeihung. Ich soll Ihnen was von Bannister bestellen. Da bin ich aber gespannt. Er sagt, er denkt gar nicht daran, die Stadt zu verlassen, wie Sie es ihm gesagt haben. Sie sollten lieber aus Mesa verschwinden. Und wenn Sie die Sache mit ihm besprechen wollen, sollen Sie sich vor seiner Kneipe einfinden. In 10 Minuten. Ich habe gemeint, es würde Sie interessieren, was ich Ihnen bestellen soll. Bresi, gestern Nacht haben wir zusammen getrunken. Ich habe gedacht, wir wären Freunde. Selbstverständlich, aber ich bin nicht parteiisch, verstehen Sie? Und leben muss ich auch von irgendwas. Und es ist nicht kleinlich, nicht wahr? Ja. Er hat Ihnen immerhin eine Chance gegeben. Sie haben genügend Zeit, um die Stadt zu verlassen. Ich werde Ted sagen, er soll Ihr Pferd satteln. Kommt nicht in Frage. Sie wollen nicht fort? Gehen Sie, Doktor. Dave, Sie sind ja... Lassen Sie mich in Ruhe, Doktor. Der Lauf funkelt. Das ist noch ein richtiger Colt. Ja, das kann man wohl sagen. Prost. Hast du wirklich allen Bescheid gesagt, dass sie hierher kommen sollen? Tja, ich sagte es Higgins, Smithy und jedem, dem ich begegnete. Ein paar haben nur dämlich gelacht. Ja, nach 10 Uhr werden sie nicht mehr lachen. Wie meinen Sie das? Ach, Sie werden doch Rubbles nicht einfach niederknallen wie einen tollen Hund. Der wird sich schwer hüten, hier noch mal aufzukreuzen. Wird höchste Zeit, dass hier wieder ein anderer Wind weht. Von heute ab bin ich Chef. Ja, es wird höchste Zeit. Was wollen Sie? Soll ich Sie rauswerfen? Mit einem gebrochenen Handgelenk? David, der Doktor hat's mir erzählt. Das hier ist nicht gebrochen. David, gestern sagten Sie mir auf Ihre Art, dass Sie mich mögen. Heute sag ich's Ihnen auf meine Art. Warum hast du mir das nicht gestern gesagt? Weil ich dich nicht mit einem Revolver teilen wollte. David. Ich will dich ganz für mich. Einen Mann, der zu nichts mehr Nutze ist. David, sind denn Mut und Selbstvertrauen nicht wichtigere Dinge als ein Revolver? Bitte, David, komm mit mir. Man bezahlt mich hier für einen Job, für den ich noch nichts getan habe. Sie bezahlen deinen Colt. Und der Colt ist jetzt tot. Es lohnt sich nicht, für 100 Dollar sein Leben fortzuwerfen. Aber man kann auch kein Leben aufbauen, indem man einfach wegläuft. Das tust du ja nicht. Du bist nur auf dem falschen Weg. Bitte, David, sieh es doch ein. Ich habe Ted bestellen lassen, er soll dein Pferd satteln und auch eins für mich bereitstellen. Wir können sofort aufbrechen. Der Doktor lässt mich gehen. Wir werden ganz von vorn anfangen und uns ein wirkliches Zuhause schaffen. Bitte, David, komm mit mir. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bitte, komm, David. Wissen die, dass ich gehe? Es ist doch ganz unwichtig, ob sie es wissen. Guten Morgen, Sheriff. Sieht so aus, als ob du einen größeren Ausflug vorhättest. Hör nicht hin, David. Komm mit, David. Bitte. Los. Na los, hau doch ab. Die Luft ist hier für dich zu ungesund. Sie ist zu bleihaltig. Hol die Pferde, Estella. Ich warte hier. Du wartest hier. Bestimmt, David. Ja. Wo schickst du sie hin, Dave? Hilfe holen? Hör nicht auf ihn, David. Tu so, als ob er gar nicht da wäre, bitte.
Jetzt ist Schluss mit dem Herumkommandieren, Sheriff! Von jetzt an kannst du die Weiber herumstauchen. Die sind vielleicht dankbar dafür. Nein, David! Komm zurück! Du siehst! Estella! Lassen Sie mich los! Estella! Angelogen, du Schwein. Ich hab dir ja gesagt, eines Tages machst du einen Fehler. Komm, Ed, zieh! Du hast ihn bestochen, damit du mich reinlegen kannst. Das würdest du niemals wagen, wenn du nicht... La los, Ed, ich warte. Das ist nicht fair. Du weißt, dass du schneller bist als ich. Das ist nicht fair. Aber solange du dachtest, dass meine Hand kaputt ist, war es fair. La los, Ed. Zieh! Nein, das wirst du doch nicht tun, David. Bitte. Jetzt verschwinde. Du hast aufs falsche Pferd gesetzt, Bresi. David. Danke. Komm, David.